Nichts als Sorgen mit so einem Kind. Guten Morgen! Und herzlich willkommen zu einem neuen Vloggo! Yes! Wir haben gerade schon gefrühstückt und sind ready. Wir waren eigentlich davor schon ready. Wir haben auch schon was kurz gefilmt. Und ich war unten kurz in meinem kleinen Werkstatträumchen da unten und habe geguckt, ob diese Bretter trocken sind. Und die sind immer noch nicht trocken, weil ich muss die eigentlich noch von der anderen Seite streichen. Und sind immer noch nicht trocken. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt guck ich mal, vielleicht kann ich die raus in die Sonne legen, dass das irgendwie ein bisschen schneller geht, weil ich wollte das ja eigentlich heute an die Wand schrauben. Aber... Gabby ist nicht lassen. Ich war gerade nochmal beim Baumarkt, weil ich nochmal ein paar Schrauben und so Unterlegscheiben kaufen musste. Und zwar kommen die dann hier hinten hin, weil hier ist so ein Abstand zwischen dem hinteren Holz und dem hier. Und den überbrücke ich quasi mit den Unterlegscheiben und dann ist die Schraube... Dann hebt es richtig gut hin. Ich zeig's euch gleich, wenn es fertig ist. Also so sieht es dann da innen aus. Also hier diese Unterlegscheibe und die Schraube. Und hier hinten habe ich mehrere Unterlegscheiben. Und dann ist es genau auf der Höhe von dieser Kante. Und dadurch zieht sich das Innere dann nicht so an die Wand ran, sondern bleibt am gleichen Abstand. Ihr seht ja auf jeden Fall schon mal jemand. Erste Testversuche, ob es schafft, da hochzukommen. Dem das sehr gut gefällt, dass dieses Ding da hängt. Gell? Findest du das gut? Er denkt immer, weil wir haben ihn mit Leckerlis hochgebracht. Dummi. Deswegen denkt er jetzt, es gibt noch was, gell? Fein. Sieht sehr schön aus auf diesem weißen Teil. Gut machst du dich hier auf dem Ding. Lecker, lecker, lecker. Jetzt gibt's ein Stück von Omas Kuchen. Halli, hallo, Hallöchen aus dem Auto. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Kalumet. Das ist ein Technikladen, ein Kameraladen. Technikladen, Kameraladen. Und wir werden eine Kamera kaufen, die wir schon ganz, ganz lange kaufen wollen. Das war jetzt natürlich fies von mir, gell? Schlechter Move von dir, ja. Richtig fies hinter den anderen gesetzt, dass er nicht mehr rückwärts auspacken kann. Ja, die wollen wir schon ganz, ganz lange kaufen und haben uns jetzt ewig informiert und ewig überlegt. Und die hatten wir auch mal ausgeliehen für einen anderen Dreh, für diesen TK Maxx Dreh, weil, falls ihr das Video gesehen habt. Und jetzt gehen wir sie kaufen, haben wir jetzt beschlossen. Exciting! Weil wenn man sowas kaufen möchte und schon so lange überlegt, dann ist es eigentlich Quatsch, wenn man noch länger überlegt. Weil wir wissen ja, dass wir sie haben wollen. Und warum dann jetzt nicht einfach kaufen? Und wir möchten sie eben auch in der Domrep dabei haben, damit wir was Schönes drehen können. Ja, genau. Also wir können sie euch später mal zeigen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, hier ist Süß Maria, entspann dich. Gott, ich hoffe, dass sie die haben und es nicht so ist, ja, die muss man jetzt bestellen, dauert 2 Wochen, bis sie dann da ist oder so. Auf keinen Fall. Fände ich richtig schlimm. Ich hasse sowas nämlich, wenn man was kaufen möchte und dann ist es so, ja, nee, sorry, das haben wir jetzt leider nicht da, aber wir können es bestellen. Dann ist so in 100 Jahren dann da. Exciting. Hier, wir brauchen so einen Ventilator. Ist da jemand happy? Ist da jemand glücklich? Ja. Da im Beutel ist sie drin. Ist schon aufregend. Ja, natürlich ist es aufregend, wenn man so viel Geld ausgibt. Macht. Aber das lohnt sich so, weil ihr könnt euch so freuen. Oh, ich freue mich mega. Ja, also sehr, sehr cool. Zeigen wir euch alles zu Hause. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. So, wir haben mal wieder den Parkautomat gesucht. Jetzt haben wir es aber entwertet, das Kärtchen, und fahren nach Hause. Von oben runtergelaufen zum Auto, haben festgestellt, der Parkautomat ist halt oben. Muss wieder hochlaufen. Richtiger Fail. Egal, hoffentlich finden wir jetzt direkt unser Auto. Da haben wir auch immer Schwierigkeiten. Wir essen jetzt hier so ein bisschen ganz dünnes Brot und haben gerade noch so einen Kräuterquark selber gemacht, weil es ist 5 Uhr und wir verhungern fast, weil wir noch nichts gegessen haben. Und haben aber irgendwie gedacht, ah nee, wir kochen noch nicht, sonst haben wir irgendwie um 9 wieder Turbo-Hunger. Lieber halten wir jetzt noch eine Stunde durch und kochen dann. Ja, ich bin gerade am Süßkartoffel schneiden und nebenher bin ich noch irgendwie hier an der Heizung reparieren, weil das Ding ist so ein bisschen kaputt, zumindest heizt die nicht mehr und dieser Stift, der will einfach nicht mehr rauskommen ganz. Jetzt muss ich den, also ich habe hier diesen
Thermostat-Dinger weggemacht und jetzt muss ich den Stift irgendwie mal rausziehen, damit wieder warmes Wasser reinfließen kann. Es ist nämlich ziemlich fröstelig hier drin. Also ich habe einfach noch ein bisschen Fenchel noch drauf getan und das kommt jetzt in den Ofen. Und die Heizung rennt auch wieder. Ignorieren wir mal diese Putzfrauenfrisur, die ich da mir irgendwie hochgeknüdelt habe. Das sitzt ja echt komplett auf meinem Kopf, gell? So richtig ganz oben drauf. Aber egal, sind sie immerhin nicht im Weg. Ich habe mich ein bisschen mit meiner Kamera befasst. Das ist das Teil. Das ist eine Sony Alpha 7S II. Und ein 35mm Objektiv, falls das irgendjemanden interessiert. Und diese Kamera wollte ich schon so lange haben. Und man muss sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigen, damit das auch alles cool wird. Also das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Meine Augen sind schon so ganz kirre geworden vom alles durchschauen und so. Und dann habe ich jetzt gerade noch gepackt, weil ich morgen wieder in Berlin bin, den Tag über. Und jetzt hatte ich eigentlich einen Rückflug morgen Abend um 8. Jetzt ist das Problem, dass morgen scheinbar das Bodenpersonal in Tegel ab 15 Uhr streikt. Und bis dahin sind wir aber noch nicht fertig mit Drehen. Sprich, jetzt hatte ich die Option, entweder eine Nacht in Berlin zu schlafen. Dann hätte ich aber am Freitag ganz früh hierher fliegen müssen, weil ich einfach am Freitag super viel machen muss. Alex ist außerdem ja weg und ich möchte nicht, dass der Kater alleine ist. Und ich weiß gar nicht, hat alles schon erzählt? Ich habe gerade erzählt, wo ich hingehe. Ich wollte gerade sagen, hast du überhaupt schon erzählt, dass du weg bist? Nein. Ich gehe snowboarden. Ich gehe endlich mal wieder snowboarden. Richtig cool. Ich war schon 2,5 Jahre auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich. Früher waren wir nämlich immer richtig viel mit meiner Familie. Bestimmt so einige Wochen oder einige Skitage hatten wir im Jahr. Aber jetzt ja die letzten Jahre überhaupt nicht mehr. Und jetzt freue ich mich richtig, wenn ein Kumpel, dem sein Kumpel hat eine Wohnung, beziehungsweise die Eltern von dem haben eine Wohnung im Skigebiet. Das heißt, wir müssen da auch keine Unterkunft zahlen. Und können mit einem Geschäftswagen von einem hinfahren, müssen auch keinen Sprit zahlen. Also das ist eigentlich ein richtiger perfekt. Schwaben. Weil sonst ist Skifahren so teuer, finde ich. Deshalb, weiß nicht, macht es mir auch keinen Spaß, wenn man irgendwie dann so viel Geld für ein Wochenende ausgeben muss. Ja, das stimmt. Und ja, nur um Skifahren zu gehen. Aber deswegen so ist es dann irgendwie cool. Das muss man dann schon ausnutzen. Genau. Alex ist von Donnerstag bis Sonntag weg. Und also Donnerstagabend. Ich bin eigentlich morgen den ganzen Tag noch hier. Ja, Donnerstagabend. Was ich auf jeden Fall erzählen wollte mein Flugproblem, also kann ich diesen Flug nicht nehmen, genau, dann hätte ich in der Nacht in Berlin bleiben können, bla bla. Das Ding ist aber, man weiß noch gar nicht, bis wann der Streik geht, sprich, ich bleibe vielleicht eine Nacht dort und dann ist es am Ende so, ach ja, die streiken immer noch, tja Marie, jetzt Pech gehabt. Deswegen fahre ich einfach direkt mit der Bahn, das sind zwar 5 Stunden und das ist zwar ein bisschen nervig, aber egal, ich kann um 18 Uhr einen Zug nehmen und dann bin ich halt so gegen 11 hier und dann, ja, am Hauptbahnhof, dann muss ich noch, aber irgendwie so, ich glaube, so läuft das vielleicht ab, mal gucken. Mal schauen, wie das dann alles ist, aber ich habe mir einfach schon meinen Computer mitgenommen und ein Magazin und ich habe meiner besten Freundin schon gesagt, dass ich da im Zug sitze und wir telefonieren müssen. Und dann geht die Zeit auch irgendwie rum und ich bin eh Pro-Schlafer. Schlafmensch unterwegs und dann vergeht die Zeit eh immer wie im Flug. Was machst du hier für Brände eigentlich? Boah, es ist gerade Dampfwurzeln. Ich bin immer so blöd. Ich zieh das Ding raus oder mach den Ofen auf und geh gleich so runter und dann haut's mir die heiße Luft in den Gegen. Ja gut, also das, wie du schon selber formuliert hast, ich bin blöd, da bist du ein bisschen blöd. Danke, danke, dass du es bestätigst. Mua. Ich auch. Oh, Katers Kletterwand konnten wir leider jetzt noch nicht fertig machen. Aus irgendeinem Grund ist die komische Farbe auf diesen Brettern nicht richtig getrocknet und trocknet jetzt immer noch, also trocknet dann bald 48 Stunden. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder los ist. Auf jeden Fall muss Alex die auch noch von der anderen Seite streichen und wollte das eigentlich ja heute machen, aber das hat irgendwie dann nicht funktioniert. Ja, und dann müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, weil wenn er dann, ich weiß nicht, ob das dann morgen irgendwie klappt und wenn nicht, dann eben erst nächste Woche. Aber ansonsten kann Minne vielleicht auch schon auf den Teilen rumspringen. Deswegen haben wir da extra einen Stuhl hingestellt. Dann kann er schon mal ein bisschen loslegen. Mangiare kommt ran, Mangiare kommt ran. So sieht's aus. Sehr, sehr lecker. Ich habe noch so Auberginen gebraten. Geiler Shit. Lecker. Danke, mein Schatz. Bitte? Hallo Minne, wir gehen jetzt schlafen. Minne? So süß.
habe eine Verletzung. Kann man sehen, was ich aber für ein schönes gar nicht. Pflaster habe. Ein Cat-Pflaster. Man sieht es nicht. Ja, ich bin blind, ich sehe gehen. So, jetzt seht ihr, da sind Katzen drauf. Mir ist so ein kleines Häutchen da an der Seite abgegangen. Ich weiß nicht mehr, kennt ihr das, wenn so Häutchen einreißen und dann bleibt man da immer so hängen und dann, also werden die wie eben entzündet. Ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich entzündet ist, aber so fühlt sich auf jeden Fall so an und ist so ein bisschen heiß geworden und so. Deswegen habe ich ein bisschen Pepperteen drauf und ein Katzenpflaster. Nämlich bin ganz sicher, dass es morgen wieder besser ist. Verrückt. Wir schlafen jetzt auf jeden Fall. Ich muss morgen erst um 6 aufstehen und das ist so herrlich. Da lachen bestimmt alle anderen auch. Was? Erst um 6? Nein, aber normalerweise, wenn ich nach Berlin gehe, muss ich ja immer schon um 5 oder noch früher aufstehen. Und um 6 ist dagegen dann richtig herrlich. Was geht da ab für Geräusche? Was machst du für Geräusche? Nicht mich abschlecken. Ja, was war das? Kratzt oder so mit seinen... Nee, es klang, als hätte er singen gemacht. Nicht seine Sorgen mit so einem Kind. Mimi, du machst uns Sorgen. Du hast vor lauter Aufregung deine Decke sogar runtergekriegt. Stimmt. Da liegt meine Bette, da ist mein Bett. Jetzt, was obligatorische. Schönen Tag, bitte gerne Nacht. Und wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder. Jawohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, es kam von ihm, das Geräusch. Naja, von wem denn sonst? Keine Ahnung, vielleicht ist die Box geknackt. Nee, oder? Das war kein so ein Geräusch. Nee. Mini, geht's dir gut? Ja, er schnurrt wie ein König.